Ich habe vorher nur Milch gefüttert, dann 2010 habe ich umgestellt auf Eigenproduktion, auf eigene Maislage, eigene Produktion. Aber was wollen wir machen? Sie sagen, was du sagst, nur ganz gut. Wir denken dann manchmal zurück. Angenommen, du wärst jetzt alleine für einen Cent. Ganz alleine. Das mit der einsamen Insel funktioniert aber. So viele einsame Inseln gibt es ja gar nicht. Ja. Na, guck mal, wir sind hier alle miteinander und wir können die Entscheidung treffen. Früher hieß es der Sonntagsbraten, da sind wir schon ganz, ganz lange von weg. Kann existieren, ohne Fleisch zu essen. Bei uns, wo ich als Kind war, gab es also nur einmal in der Woche Fleisch. Und die Industrie, die Werbung sagt, die Politik, die, ja, aber wir werden getrieben. Die Landwirte werden getrieben. Ich sage immer, wir sind der Freier vom Stein hat uns irgendwo 1700 aus der Leibeigenschaft geführt, die Bauern. Wir sind hier Leibeigen. Wir sind Sklaven. Und die Menschen sind genauso wie die Tiere. Wie das Tier. Wir sind selber in der Art Massentierhaltung. Wir konsumieren und essen und nicht nachdenken. Ja? Guck doch mal die Kinder. Ich sage hier in Deutschland, das Wertgefühl, die Moral, die ist unten. Früher zu meiner Zeit in der Schule, da hat man noch Respekt. Heutzutage hat kein Kind oder kein Schüler mehr Respekt vom Lehrer. Was eine Erziehungsperson ist, was eine Respektperson sein soll. Und die Polizisten dann angespuckt. Mittlerweile müssen wir fast also angespuckt werden. Wir können uns hier tagelang unterhalten. Aber was wollen wir machen? Guck mal, das wächst, dass die Menschen sagen, wir möchten weg davon. Wir möchten weg von dem Leid. Wir schauen dahin. Wir haben ein Herz für die Tiere und auch die Menschen, die das konsumieren. Die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die kommen durch das tierische Cholesterin. Das ist in Pflanzen nicht drin. Die Menschen werden krank. Die Ärzte haben überhaupt nichts über Ernährung gelernt in ihrem Studium. Nö. Das ist alles von der Industrie gewollt. Wir sollen krank werden, wir sollen essen, wir sollen nicht denken. Aber guck mal, das Klima geht kaputt. Unsere Kinder, die haben nachher gar nichts mehr. Aber die Jugend jetzt, die das wahrnimmt, Klima geht kaputt, Menschen leiden, Naturkatastrophen, ja? Das heißt, die hatten wir früher auch schon, die Naturkatastrophen. Ja, aber wir stehen jetzt ziemlich am Ende mit allem. Die hatten wir auch schon mal. Aber ich sage immer, jetzt ist Diesel. Dieselfahrer sind ja verwöhnt, das soll gar nichts mehr machen. Aber die laut schreien, die fahren dreimal oder viermal in Urlaub da oben. Ja. Wobei, gucken Sie gerne Dokumentationen oder so? Nee. Weil da haben wir nämlich das Licht, weil da gibt es nämlich eine, da kann man sich ein bisschen anschauen, wie das so ist, worüber man eigentlich schweigt. Man erzählt über Diesel, man erzählt über dies und jenes. Allerdings, wenn man sich das anguckt, wie wir uns ernähren, also das heißt, dass wir erstmal Futter anbauen und das Futter nicht essen, sondern an Tiere verfüttern, die dann leben und Abgase erzeugen, Methan, was das in der Atmosphäre macht, wenn Sie sich damit mit befassen, wie wir sozusagen zu Zeiten, wo wir Smartphones haben, so klug sind, aber im Grunde genommen uns die Lunge der Welt wegernten. Also wir gehen ja hin und regen Wald. Abholzung ist ja, ich weiß nicht, ob das geläufig ist. Ja, haben ja keine Fläche mehr, wo wir das Tierfutter. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, ob Sie alles Weidetiere haben? Nee, ich habe Grünland, 30% Grünland. Ja, und der Rest ist Ackerbau. Ja, und da, wo das angebaut wird, die Fläche, ne, das reicht. Das ist natürlich auch klar, wenn ich jetzt mal so blöd gesagt, aber bevor ich zum Beispiel das, was ich hier zu essen hätte, wenn ich sie damit erst fütter und sie dann esse, ist natürlich klar, dass das weniger ressourcentonend ist, als wenn ich das sofort esse. Ne? Wir wollen aber das Steak. Die meisten Menschen machen sich natürlich keine Gedanken darüber, was da passiert. Und die Kette ist halt hier, aber der Mensch braucht auch Fleisch. Ja, habe ich auch gedacht. Wird tausendmal ganz laut gesagt, aber warum? Die Proteine kann man alle aus dem Aber sag ja, Arne, dass ich jetzt irgendwo so Würmer essen soll demnächst. Nee, das mache ich nicht. Aber wissen Sie was? Hühnchen tatsächlich. Also ja. Linsen, super. Man kann alles aus der Natur ziehen, wirklich.
Ja, Linsen. Aber also hier, seid ihr so bulboniert mit Tieren? Der Mensch ist geschaffen worden, in der Bibel stand da schon, macht euch die Erde untertan. Genau. Ja, nur sollen wir sie kaputt machen oder so? Nee, kaputt machen. Aber wir machen es ja, ne? Wir machen es ja. Aber wir stehen jetzt hier. Aber wir sind hier. Wir sind hier ganz weit in der ganzen Welt. Wir sind Das Problem ist, man muss ja anfangen. Selbst wenn es so klein anfühlt, ist ein Teil das Problem. Ja, man kann es schon als Einzelner ändern. Aber wenn wir so denken, dann hätten wir auch noch die Sklaverei, dann hätten wir auch noch irgendwelche Augenrechte. Ne? Ja. Und wenn ich zum Beispiel meinem Kind beibringe, hey, den Hund darfst du streicheln, solltest du, und das Schwein darfst du töten, dann wächst das in so einer Welt auf, wo man so teilt. Den Schwarzen darfst du so behandeln, den Weißen so. Und dann kommt, wo soll denn das Mitgefühl, wo soll man denn so ein Mitgefühl in so ein Kind reinpflanzen, dass es denkt, hey, wenn es leiden kann und wenn ich es vermeiden kann, dass irgendein Lebewesen leiden kann, wenn ich leiden kann und ich nicht wehtun muss, wieso sollte ich ihn dann wehtun? Und so ist das, ne, umgekehrt genauso. Und ich glaube, das pflanzt es ganz schön in so einem Kopf. Und das setzt sich dann irgendwann fort und ich glaube, da macht es auch nicht halt beim Tier, zum Beispiel so ein paar T-Shirts. Ich mache heute. Wenn, dann müsst ihr von dem Tier auch wieder machen. Passiert ja auch. Nee, passiert ja auch. Passiert ja auch. Oder haben Sie das noch? Was haben Sie noch? Nein, es ist alles hier. Ich sehe hier gerade jetzt mal gehört in den Medien, der Walder, wie heißt der? Der Walder, der abläuft. Hambacher Park. Ja, genau. Ja, hier. Das verstehe ich auch nicht. Also das, wo jetzt? Die wurde ausgeliefert und dann wollte sie eine Abwurst. Also das geht mir mit dem Kopf rein. Aber so ist die Menschheit, ne? Die läuft ja manchmal so, manchmal wird sie auch von so einer Wand laufen. Und das Schlimme ist ja, ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigen, so mit der Klimageschichte, dass wir 12 Jahre haben tatsächlich, da mal für so eine richtige Vollbremsung zu sorgen. Ansonsten können wir uns als eine Spezies betrachten, die von diesem Planeten weggeklickt wird. 12 Jahre. Das ist nichts, das passiert innerhalb der. Also da wirklich, da kann ich Ihnen quasi mal, die manche Dokumentation, da können Sie sich reingucken. Keine Specken, keine Daten. Nee, lass mal, habe ich gerade einen Salzweg. Ja, glaube ich. Würden Sie nehmen? Ja, klar. Ja. Ja. Können Sie sich nämlich schlau machen, das sind Bücher, einfach Infos. Er gehört nicht dazu, zu euch sowas. Ich bin das erste Mal dabei. Ach so. Ich bin wirklich das erste Mal dabei. Ja. Also manche Sachen, die wusste ich vorher nicht. Also das zum Beispiel mit der Agrar-Tierwirtschaft. Das ist alles politisch gemacht worden. Die Landwirte hier bei uns im Dorf. Ja, sind ja 100, also die Einwohner. Ja. Hessen. Hessen, ja. Also die Einwohner waren hier 15, 16 Landwirte. Jeder hatte 2 Kühe, das der Größte damals gehabt. 12 Kühe. Wunderbar. Hühner, Hunde, alles Gänse, alles da. Ich weiß noch, ich hatte einen, als kleiner Junge, kann mich erinnern, wir hatten Spitz. Der Spitz konnte einzeln leiden. Hühner und Betrunkene. So, ja. Wir waren an der Straße, waren da 2 Gastwirtschaften. Eines Tages ging ein Betrunkener her und macht wieder, Spitz war an der Kette, darf man ja heute auch nicht mehr, aber Spitz war in Ordnung. Als hin. So, dann haben wir Spitz gemacht. Zack, in den Arsch gebissen. Eines Tages, die Nachbarschaft, die Hühner, die liefen auch da. Die Hunde liefen frei im Ort noch rum, die Hühner und so weiter und so fort. Spitz da Hühner auf der gegenüber der Straße. Es war eine Staubwolke da, Spitz hat einen Hühner gehabt. Ja, passiert. Ja. Aber ich wollte damit sagen, jetzt im Ort ist ein Landwirt noch. Einer, der Schweine hat, einer, der Nebenerwerb und das ich weiß, das verschiebt sich alles und das ist ja auch das Schlimme, aber was gerade in der Schule, dann wird es gesagt, ihr müsst wachsen. Ja, aber das ist ja auch der Das war ein Unsinn. Wachsen oder weich. Und wenn die Landwirte, nehmen wir mal an, ne, als Landwirt würdest du genauso viel oder doppelt so viel Geld verdienen mit dem, was du an Bio anbauen würdest und die Leute wären damit zufrieden. Würdest du dann noch viel dazwischen? Warum? Es gibt ja keinen gescheiten Grund dafür. Und es gibt ja auch genügend Menschen, die bereit sind, dafür auch deutlich mehr Geld auszugeben, als ne, wir zu beigehen. Also aber dann, mehr ja, also für als schon. Du kriegst ja heute gesagt, der Beamte hier, der das, wie die großen Messereien, die haben die EU-Vorschrift, doch wenn du jetzt als Einzelhandel Tier musst genau die Auflagen erfüllen, wie die großen, die Hygieneschleuse etc., was alles dazu gehört. Ja, aber wenn die Bereitschaft jetzt beispielsweise aus der Bevölkerung kommt,
sie sagen, pass mal auf, ist gar kein Thema. Wir zahlen das Zweifache, Dreifache. Immer mehr dafür. Käufer, ne? Und das ist ja sowieso pervers. Wir geben immer weniger Geld für Lebensmittel aus und wir könnten das besser da investieren und sagen, wir geben halt gerne Geld dafür aus, bevor ich mir irgendeine scheiß teure Kasse kaufe für 50, 60.